gestern hat es Nudeln mit Rindfleisch gegeben. Und heute weisse Bödli mit Würstchen. Also ein Millionär sollte ja schon ein bisschen eleganteren Appetit haben. Der Herr Nationalrat isst, denk, was er gern hat. Einen Moment bitte. Mein Vater hat immer gesagt, auch wer am Morgen 20 Säue hat, kann am Abend nur ein Gottlet essen. Merken Sie sich das für Ihren weiteren Lebensweg? Glaube ich auch kaum, dass Sie noch lange bei uns werden bleiben. Wenn zwei Personen das Gleiche denken, kann man sich etwas wünschen. Ha! Bin keine Person. Ja, Sie sehen aus wie ein wahrer Botschafter. Ich glaube ja kaum, dass ich mich von Ihnen jemals noch mal die Schuhe putzen lasse. Herr Nationalrat, Sie rühren das Geld zum Fenster raus. Ich bin verzweifelt. Gibt es denn in Engelberg wenigstens Kostümfest? Nein, ja klar. In diesen Hotels ist doch alle Abend etwas los. Warum? Wollen Sie sich verkleiden? Als was denn? Als Diener. Rufen Sie mal den anderen rein. Sofort, Herr Nationalrat. Was ist das, was? Um Himmels Willen, nein, ist schon etwas. Das überlebe ich nicht. Ja, machen Sie das, wie Sie wollen. Aber bevor Sie abkratzen, packen Sie das Zeug in meinen Koffer. Nein. Was heisst nein? Muss ich jemanden am Dienstmeiter rufen? Alles? Oh, und die Pudelmütze auch? Ja, aber sicher. Ja. Übermorgen bist du wieder daheim, lieber Papi. Wieso? Sie werden hochkalt rausrühren. Ach, macht euch nicht lächerlich. Was wäre denn, wenn einer den Preis gewonnen hätte, der seine Lebtung lang diese Kleider angehört? Hätte es den auch rausgerührt? Ja, auch der hätte es rausgerührt. Aber er will sich nicht wundern darüber. Aha. Jetzt haben wir erst richtig neugierig gemacht. Wir werden ja sehen, wer am Schluss recht hat. Und? Womit kann ich Ihnen dienen? Ja, bei mir ist es so eine Sache. Mein Name ist Hagedorn. Und ich habe den ersten Preis im Preisausschreiben von der Potzblankwerk gewonnen. Ich hoffe, Sie wissen Bescheid. Ja, aber natürlich wissen wir Bescheid. Herzlich willkommen hier in unserem feudalen Hotel. Es wird uns natürlich eine grosse Ehre sein, Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Herr Bolter, welches Zimmer ist schon wieder für den Herrn Hagedorn vorgesehen? Hagedorn. Appartement 7. Wo ist das grosse Gepäck vom Herrn? Niemand. Was nicht alles gibt. Sie wollen sich doch nach Ihrem grossen Reisestress sicher ein bisschen erholen. Dürfen wir Sie nachher zum Znachtessen erwarten? Es gibt Nudeln mit Rindfleisch. Oh, also das allein wäre kein Hinderungsgrund. Aber ich bin satt, danke. Ja, aber wir sehen Sie doch nachher sicher noch ein bisschen da unten. Ja, natürlich. Wir können das aufs Zimmer schreiben, wenn Sie möchten. Ich zahle lieber gerade direkt. Wenn Sie wünschen. Herzlichen Dank. Bevor ich es vergesse, interessieren Sie sich zufälligerweise für Briefmarken? Ich habe kein Kind. Ja, vielleicht gibt es ja noch eines. Darf ich in dem Fall weiter sammeln? Mögen Sie das? Das scheint ja wohl ungefährlich zu sein. Entschuldigen Sie? Ja. Wieso sammeln Sie für den Herrn Briefmarken? Und wieso gibt es wegen ihm Nudeln mit Rindfleisch zum Snacken? Ja, schauen Sie, es gibt komische Menschen. Der junge Herr zum Beispiel ist ein Millionär. Würden Sie das für möglich halten? Ja, stimmt trotzdem. Nur darf er nicht wissen, dass wir es wissen. Er will als armer Teufel auftreten und schlechte Erfahrungen sammeln. Aber das wird uns nicht gelingen.
Wir sind telefonisch auf sein Kommen vorbereitet worden. Ein reizender Mensch. Außerordentlich sympathisch. Und er spielt seine Rolle nicht einmal so schlecht. Ich bin ja dann nur gespannt, was er zu diesen siamesischen Katzen wird sagen. Siamesische Katzen? Ja. Drei Stück auf seinem Zimmer. Auch das ist uns per Telefon geraten worden. Ja, genau wie das mit den Briefmarken. Ein bezaubernder Pengel. Wie heißt er eigentlich? Dr. Fritz Hagedorn. Was? Sie kennen ihn? Ja, das ist ja grossartig. Erzählen Sie mir ein bisschen von ihm. Nein, ich kenne ihn nicht. Aber erzählen Sie, was macht er? Also, das ist gar nicht nett von Ihnen, dass Sie uns so zappeln wollen. Wir kaufen nichts. Ja, Sie müssen auch nichts kaufen. Was wollen Sie denn da? Wohnen. Ja, das dürfte Ihnen um ein paar Franken zu teuer sein, guter Mann. Gehen Sie zurück ins Dorf. Dort gibt es billige Touristenwagen mit Massenschlägen. Danke für den Tipp. Aber ich bin kein Tourist. Oder sehe ich jemanden so aus? Und außerdem ist das das Zimmer, wo ich bei Ihnen werde bewohnen. Noch viel günstiger als das im Dorf. Guten Abend. Ja, guten Abend. Etwa Zeit geworden. Also eigentlich tut man gestern ein bisschen früher begrüßen. Kann man ein bisschen mehr Manier erwartet unter dem Feudalstand. Jetzt lang jetzt! Raus! Aber rassi! Und sonst rühren Sie höchstpersönlich von Türen. So, jetzt tätscht es mir aber den Nuki raus. Da sind meine Papiere. Mein Name ist Schulze. Ich habe den zweiten Preis gewonnen. Ich habe in diesem Hotel in 14 Tagen. Kosten bloß scheint's gut. Wenn ich Glück habe, komme ich noch etwas zu rufen über. Moment. Herr Nationalrat, wollen wir nicht lieber wieder abreisen? Stellen Sie sich vor, wo wir vor Jahren waren. Ein Wort und ich erschlage Sie mit meinen Füßen. Auf die Gefahr hin. Entschuldigung, ich bin erst gerade angekommen. Wissen Sie echt, wo der Hotelbriefkasten ist? Ich bin auch erst gerade angekommen, aber ich meinte, ich hätte einen im Gang aussen gesehen. Tatsächlich. Ich friere den Schloss. Herr Schulze? Herr Schulze? Kommen Sie. Wir gehen etwas trinken, zum Aufwärmen. Herr Ober? Sie wünschen. Zwei Schnaps. Ist das recht? Ich habe jetzt gerade eine Karte eingeschickt. Ich habe gerade ein unglaubliches Erlebnis gehabt. Roten Sie mal. Da drauf kommen wir eh nicht. Ich habe jetzt gerade einen Herr getroffen, wo der alte Tobler persönlich kennt. Wo jeden Tag mit ihm zusammen ist. Was sagen Sie da dazu? Nein, das hätte man nicht für möglich eben. Ja, mal, der nette Herr, der den alten Tobler so gut kennt, heisst Kesselhut. Und er ist gleichzeitig wie ich hier im Hotel angekommen. Und vor einer Viertelstunde hat er mich gefragt, ob er mir nicht im Tobler-Konzern behilflich sein soll. Was denken Sie? Ist das überhaupt möglich, dass der das kann? Ja, also wenn er den alten Tobler so gut kennt, kann er vielleicht schon etwas richten? Also, oh, Entschuldigung. Ja, aber wie kommt ein fremder Mensch einfach so dazu, mir zu helfen? Ja, Sie werden vermutlich sympathisch sein. Wirklich denn sympathisch? Außerordentlich sympathisch sogar. Entschuldigen Sie, aber ist das Ihre persönliche Ansicht? Nein. Nein, das ist meine persönliche Überzeugung. Sehr schön. Hier geht es mit Ihnen nämlich ganz genau so. Herr Kesselhut, ich möchte dem alten Tobler meine Arbeiten schicken. Hoffentlich versteht der alte Millionär etwas von Reklame. Ah, vielen Dank. Nein, nicht Sie.
Morgen wird schön. So, meine Herrschaften, jetzt machen wir einen grossen Schnee machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Holt ihr zwei auf den Schnee, ich fange an. Ja, das ist eine gute Idee. So. Smoking. Oh, jetzt bringen die schon den Ranzen und den Kopf. Ja, ja, wir haben schon vorgesappet. So, bringen einen den Bauch. Sehr gut. So. Eben das. Ja. So, probieren Sie mit dem Kopf. haben Sie Fieber? Nein, ich bin gesund. Ihr Benehmen spricht aber völlig dagegen. Ich dekoriere, denke ich. Das ist die liebste Beschäftigung, die ich machen kann. Und ich helfe, denke nur ein bisschen unserem Kellner. Herr Schulze, sensationell, das können Sie ja so auch. Wann haben Sie denn das gelernt? Ja, gerade vorher in dem Moment. Ja, das habe ich genau. Selbstverständlich. Ich hole noch die Luftschlangen und Ballon. Okay, Sie nicht ab der Länge. Ja, ich gebe mir Mühe. Ganz Jana. Lassen Sie mich oben. Was fällt Ihnen ein? Da oben hat es nur für einen Platz. Ich wollte ja dann keinen oben. Sicher nicht. Gehen Sie etwas anderes machen. So Leute, die so feinen Anzüge haben, nichts suchen da oben. Herr Doktor, wissen Sie Ihren Rat? Passen Sie auf. Ich habe so gesehen, ich komme. Spätestens morgen lassen wir in der Küche Erdäpfel schälen.